Es war so ein komisches Gefühl, mit dem Zug gefahren nach Rosas, in Rosas war das nicht, bis Figueras mit dem Zug. Irgendwie so ein Gefühl zwischen hoffnungsvoller Neuanfang und ich will irgendwie doch nicht, fühle mich unsicher, weil, ja, wie er schon sagte, auf niedrigem Niveau stabil. Ich war mir nicht ganz so sicher, nicht, dass ich das packe. Ja, dann haben die Elena und der Jordi haben mich abgeholt in Figueras. Ja, sind wir abends raus, erstmal am Strand in der schönen Bar haben wir gegessen, Blick aufs Meer, fühlte sich irgendwie alles noch gut an. Ne? Und ja, ich hätte da auch ein Zimmer und das Gehalt und so, das hatten wir eigentlich alles geklärt. Ja. Aber dann kam so eine Enttäuschung nach der anderen und es war schon heftig. Ja. Also mein zugesagtes Nettogehalt, das war dann mein Bruttogehalt, ja, hätte er sich vertan. Ich so, also. Und dann wurde es irgendwie ernst so. Und dann haben die mich zum Hotel gebracht und ich sollte am nächsten Tag anfangen, aber schon mal mein Zimmer beziehen. Weißt du, dann in einer fremden Umgebung, auf einmal stehst du da in der Hotelhalle, ne, und siehst deine neuen Kollegen, rennen da so alle rum, so, oh, mit denen hast du allen zu tun. Und der Jordi wurde so komisch irgendwie, ja, so nervös. Ich denk so, was ist jetzt los? Dann, ja, ich bring dich zu deinem Zimmer. So ein Gang runter, gekachelt, irgendwie so ins hinterste Eck vom Hotel. Und dann macht er die Tür auf. Hier ist dein Zimmer. Und ich guck da rein, ich sage, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Das soll mein Zimmer sein? Sagt er, ja, ja. Und ich sage, warum stehen da drei Etagenbetten drin? Ja, du teilst dir das Zimmer mit fünf anderen. Ich sage, wie bitte? Ja, sei ja nur für den Anfang und so. Du, dann bin ich in das Zimmer rein, ne? Also, dreckiger Kachelboden, drei Etagenbetten, Gitter vor den Fenstern, Schimmel an den Decken. Und mein bisschen Habe habe ich in so zwei rostigen Spinden untergebracht, die man noch nicht mal abschließen konnte. Und dann saß ich da auf dem Bett und fing an zu weinen. Wie, das glaubst du gar nicht. Ich war so verzweifelt. Das sah aus wie ein Gefängnis. Und ich denke so, das tust du dir doch jetzt nicht freiwillig selbst an, ne? Scheiße. Ich war fertig mit der Welt. Und dann kamen meine Kollegen rein. Und später stellte sich aus, es waren super nette Kollegen. Wirklich so herzige Leute, ne? Aber das waren Köche. Und die kamen natürlich rein, fünf Köche, nicht? Die stanken nach Küche, Fett und Schweiß. Das waren dann meine Kollegen nicht. Ja. Und als also ganz süß fand ich, die wussten wohl, dass da jemand kommt und so. Und sahen mich da auf dem Bett weinen, ne, und sowas. Haben mich erstmal alle in den Arm genommen und dann dieses Lied Canta no llores, ne, also singe, weine nicht. Ne. Mich erstmal getröstet und aufgebaut und sowas. Und dann, ja, das wird schon. Das Problem war nur, die hatten tagsüber gearbeitet und ich nachts. Also die Stelle, die sie für mich hatten, das war leider nur Nachtportier. Ne. Das heißt, ich musste nachts arbeiten und morgens, wenn ich ins Zimmer kam, nicht, das musst du dir vorstellen, das waren 35 Grad oder 30 Grad, durchgefurzte, schwüle Luft und die waren dann schon bei der Arbeit und ich musste mich da hinlegen. Und wenn ich dann eingeschlafen war, dann kannten die mittags ihre Zimmerstunde, nach Mittagessen bis zum Nachmittag. Die konnten kaum so leise sein, dass die mich nicht dauernd aus dem Schlaf gerissen haben. Nicht? Und, das war hart. Dann ständig aus dem Schlaf gerissen, immer wieder. Manchmal habe ich zwei Nächte gearbeitet, ohne dazwischen mal geschlafen zu haben. Das war hart und das ging wirklich an die Substanz. Aber ich habe mich dann gezwungen gesagt, du willst nicht sofort aufgeben. Du musst das packen hier. Aber war eine schwierige Zeit. Was ich aber gemacht hatte, die Anja hatte mal sich erkundigt, was schreibst du denn da so? Was hast du denn da geschrieben in diesen fünf, sechs Wochen? Und wollte das lesen. Das, was lesbar war, hat sie sich durchgelesen, war da recht beeindruckt. Und dann hat sie mir den Vorschlag gemacht, sag mal, willst du das nicht als Buch umschreiben? Willst du das nicht veröffentlichen oder sowas? Sie hätte sich da ein bisschen recherchiert. Damals gab es noch keinen Bericht über Suizid, schon gar nicht von einem Mann. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht schreibe ich das um. Und das war so meine Beschäftigung, nicht, dass die dort arbeiten. Und ja, die tagsüber am Strand und sowas habe ich dann in meine Klatte, habe eine größere Klatte gekauft, habe ich geschrieben. Das war so, das hat mich gehalten. Ich glaube, es war einen Tag nach meinem 30. Geburtstag bin ich losgefahren, im Zug saß ich nach Spanien. Ja. Mit 30 so, man könnte dann irgendwie auch sagen, mitten im Leben. So, Leben total gescheitert, ne, total entgleist und ja, ich muss mein Leben neu aufbauen. Ne. War keine angenehme Erfahrung. Ne. Eigentlich sollte ich ja, wenn alles glatt gegangen ist oder wenn ich meine verstrahlte Schiene, so diese
Public Mass, ne, so nach dem Motto, wofür ich getrimmt und gedrillt war. Und ich saß dann in Spanien in so einem kleinen Zimmer wie im Gefängnis. Nicht? Also das war bitter. Es war bitter, aber ich hatte keine andere Alternative, es gab nichts anderes. Ich musste da durch. Ich wollte dann irgendwann auch da durch, weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt haben sich Leute darum gekümmert, dass ich einen Job habe. Ich bin froh, dass ich nicht in zu Hause bin, weil in meinem Umfeld kam immer wieder diese Frage, die setzte mich auch unter Druck. Ja, was machst du denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Bringt die Therapie was? Wie weit bist du denn jetzt? Wann arbeitest du denn? Das war mir eigentlich zu viel und die Enge des Zimmers eigentlich nicht. Und der vertrauten Umgebung, der wollte ich mal bewusst entfliehen. Und ja, gut. Dann war ich da halt in Rosas und habe im Hotel gearbeitet. Und irgendwann kriegte ich ja auch Kontakt zu meinen Kollegen. Die waren eigentlich alle sehr nett, weil die waren genau in der gleichen Scheiße. Ne? Die wurden da in Spanien, wirst du ja als Arbeitnehmer ausgesaugt. Ne? Was weiß ich, du arbeitest da 60 Stunden die Woche, mieses Gehalt. Also wir waren irgendwie alle im gleichen Boot und irgendwie fühlten wir uns verbunden. Mein Gott, am Nachmittag hat man sich dann am Strand getroffen. Es gab auch angenehme Seiten und so. Das war irgendwie okay. Das war so, mein kleines Leben fing da an. Unter der Sonne Spaniens, nicht? Das war okay. Und ich habe es ja bis hierhin geschafft. Und ich hatte dann das Gefühl, ich müsste es auch weiterschaffen. Ich will es auch weiterschaffen.